Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo, mit unserem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir Tarant endlich verlassen und wir befinden uns jetzt auf dem Weg in die zum wie heißt der Clan? Verdammt, ich hab's vergessen. Falsches Ding. Da müsste es drinnen stehen. Irgendwas Schwarzberg-Clan oder so irgendwie. Black Mountain Clan, genau. Black Mountain Clan. Dort müssen wir hin. Also eigentlich sind wir schon dort, wir müssen nur noch rein. Wir müssen nämlich herausfinden, was mit dem Schwarzberg-Clan passiert ist. Ich frage mich gerade, wie dieser liebe Herr, wie heißt er? Gilbert Bates da rein ist, weil das ist mehrere Tagesreisen von Tarant entfernt und irgendwie ein bisschen seltsam. Na gut, ich mache Agility of Fire auf mich. Ja, einfach damit ich ein bisschen besser kämpfe. Weil wir werden hier kämpfen. Das ist ein Dungeon und das heißt, wir werden die ganze Zeit irgendwo irgendwie rumrennen. Das wird viele XPs bringen, hoffe ich. Ah, da haben wir die ersten Viecher. So. Ah, super. Könntest du dich bitte nicht daher stellen, Virgil? Anstatt die Firewall, die ich eigentlich machen wollte. So, das schaut ganz gut aus. Die ersten Tiere haben wir erledigt. Unsere ersten Erfahrungspunkte gesammelt. Gehen wir weiter. Diese Viecher haben alle nichts bei sich, gell? Ja. Wölfe können wir nicht ausrauben. Das heißt, wir lassen es gleich einmal. Okay. Dieser Wolf hat sich selbst verletzt von meinem Schild. Oh, ich glaube, das Schild, das Force-Schild, ist gar nicht mal so eine blöde Idee gewesen. Und dann ist relativ hell, gehen wir daher. Los, Wolfies. Oh, das war aber schnell. Okay. Wo ist Gar hin? Frage ich mich gerade. Ah, der hat da hinten jemanden erledigt. Okay, dieser Wolf ist nicht so einfach zu treffen. Jetzt? Sind das andere Wölfe, weil die nicht mehr treffen? Interessant. Das dazu. Und wieder Erfahrungspunkte gesammelt. Ah, da geht's runter. Aber zuerst schauen wir uns da oben um. Ah, da geht's nicht durch. Oh, dahinter gibt es einen Haufen Wölfe. Mama Wolf, Papa Wolf, kleiner Wolf, okay. Na gut, das heißt, wir müssen wohl durch diesen Passage. Na dann machen wir das doch glatt. Schauen wir mal, was passiert. Oh, toll, von Wölfen zu raten. Wird nicht besser.
Okay, müssen wir wohl selber angreifen. Au. Okay. Und die erste Art ist auch erledigt. Noch mehr Ratten. Das ist nett von der Ratte, dass sie nicht getroffen, dass sie sich getroffen hat anstatt mich. Das Schöne an dem Spiel ist, die Viecher gehen am ehesten den Spieler an. Also schön, weiß ich nicht, ob es ist, aber ich muss diese Verteidigungszauber nicht unbedingt auf meine Verbündeten machen, weil die sowieso nicht angegriffen werden. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Viecher immer den angreifen, den sie als erstes sehen. Und da man selbst immer vorläuft. Au! Du Ratte! Könntest du mich bitte nicht verletzen? Und schon gar nicht irgendwie. Schau, die Ratte da hat jetzt den Gar angegriffen. Weil der ist vorgelaufen. Ich hätte die kleine Rate versuchen sollen umzubringen zuerst. Ist echt widerlich. Jetzt greifen sie mal nicht mich an. Ja, okay, werde ich brauchen. Könntest du ihn auch bitte heilen? Oh, nein, kannst du nicht, sehe ich gerade. Du musst dich zuerst selber heilen. So, na gut, puh. Die waren schon ganz schön mächtig, diese Ratten. Oh, eigentlich ist das peinlich, sowas zu sagen. Mächtige Ratten. Na gut, gehen wir weiter. Kommt's, Burschen. Nicht einschlafen. Und vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten. Bis Virgil soweit in. Achso, aber andererseits, ich könnte ja eigentlich auch zaubern. Ich habe ja auch so einen Zauber. Muss ja gar nicht warten. Ich habe eh viel mehr Energie als der Virgil. Der Virgil soll das Gift behandeln, wenn es uns trifft. Ah, was sind das für Typen? Kitebowmen. Das klingt nicht gut. Das klingt nach jemandem, der aus der Ferne angreift. Naja, greifen wir mal den Berserker an. Schauen wir mal, ob das Ding auch hier hilft. Da hat jetzt seinen eigenen getroffen, das war nett. Oh, der Bogenschütze ist hergelaufen, weil er wahrscheinlich seinen eigenen getroffen hat. Super, ich treffe eher mein Schild als den Gegner.
Hey, drückst du bitte nicht den armen Gar? Weil du an mir vorbeischießt. Hey, aber da haben wir dann eine Kiste. Hurra. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir diese Typen ausrauben sollen. Oder zumindest Geld, was sie bei sich haben, sollten wir mitnehmen. Weil diese Sachen, die sie bei sich tragen, wie Pfeile, kann man sowieso nicht verkaufen. Und die Bögen sind so wertlos. Dass sie einen nur hindern, weil sie jetzt schwer sind. Aber kein zusätzliches Geld bringen. Yes, sir. What would you have me do? Ah. Ich wollte nicht mit dir reden. Huch, was ist da hinten? Das schaut gefährlich aus. Na, immerhin, 8 Goldstücke sind 8 Goldstücke. Auch Kleinvieh macht Mist, könnte man sagen. Rüstungen oder so tragen die ja nicht, nein. Irgendwelche seltsamen Dolche. Obwohl, einen von diesen Dolchen könnten wir uns mitnehmen. Ich glaube, das war eine Opfergabe bei irgendeinem von diesen Tempeln. Von den alten Göttern. So gesehen sollten wir vielleicht doch alle möglichen Sachen mitnehmen. Oh yeah! Gold! Ringe! Und noch mehr Pfeile, die kein Mensch braucht. Bäckerhefe und Metallplatten. Brauchen wir die? Rein theoretisch könnten wir sie natürlich verkaufen, aber was bringt das schon? Ich muss außerdem, ich sehe gerade, von unserer Herfahrt habe ich da einiges Zeug in der Hand, eigentlich nicht unbedingt mit mir rumschleppen will. Na, warte mal. Gib mir doch mal das hier und das hier. Ja, der hat sich einen von den Shortbows genommen. Zwei gehen wir da rein. Dann schon. Ich will nicht darunter, das schaut ja brutal aus, das Viech. Was war das jetzt? Irgendwas ist jetzt passiert. Irgendwer hat irgendwas gezaubert. Kann es sein, dass da ein Schamane dabei ist? Ja. Der hat offensichtlich irgendetwas verstärkt oder hergezaubert. Vielleicht hat der ein Ding, einen Summoning Spell oder so irgendwas gehabt. Das kann schon sein, aber das ist Level 4. Ist das stark? Ja, eigentlich nicht. Wurscht. Wir machen mal den Warrior. Könnten wir bitte nicht mich treffen? Ich finde es das super, dass mich das Schild auch vor meinen eigenen Misserfolgen schützt. Agar, greift doch nicht den Typen an, der ist eh tot. Zweimal zuhauen, nicht immer schlecht. Bist du irre? Wozu habe ich eigentlich dieses Schild? Es mich nicht einmal vor einem Puma schützt. Kriegen die eigentlich Schaden, wenn sie mein Schild anfassen?
sollte meine Kampffähigkeit noch verbessern. Oh. Okay, vielleicht sollten wir zuerst einmal die Schamanen erledigen. Andererseits, der dürfte eh kein Problem sein, weil der hat keine Dings, keine... dieser blaue Balken, was auch immer das war. Wie hat das geheißen? Keine Ahnung. Steht nicht hier. Ist bei dem schon leer. Der kann dann eh nicht mehr zaubern. Das heißt, der Kugel ist auch weg, den er hier gezaubert hat. Ja, was greift sie uns auch an? Wir wären einfach vorbeigegangen. Wir hätten gesagt, hallo, hätten eure Drohnen ausgeplündert und dann wären wir weitergegangen. Aber nein, nein, ihr müsst uns ja angreifen. Huch, noch mehr. Wieder ein schwacher Gegner. Könnten wir zuerst einmal das aufglauben, was wir da haben? Das Geld zum Beispiel mal. Und der hat immer dieses Ding. Schamane, hast du irgendwas Gescheites? Interessant. Nichts anderes. Der Schamane hat nicht einmal Geld gehabt. Ich meine, was soll das? Religiöser Anführer und hat kein Geld. Finde ich nicht richtig. So, das haben wir auch noch gehabt. Auch kein Geld. Aber eine Kiste. Kiste ist gut. Geld und Bullets. Bullets braucht kein Mensch. Also, zumindest keiner in dieser Gruppe. Okay. Wir machen jetzt was anderes. Weil diese Dinger da sind wirklich stark, soweit ich mich entsinnen kann. Und sie machen vor allem die Waffen hin. Au, Weapon Damaged. Vielleicht hätte ich nicht das, sondern das auflösen sollen. Haha, könnt ihr aufhören, eure Waffen kaputt zu machen? Okay, ich weiß schon wieder, warum... warum das mit den Fernkampfwaffen gar nicht einmal so eine schlechte Idee war. Ja, ich sehe es. Was soll ich tun? Das Einzige, was ich tun kann, ist dich heilen. Und das tue ich eh. Schau, ich bin wohl lieb. Irgendjemand tut das ja. Irgendjemand muss das ja machen. Und das Ding kriegt jedes Mal Schaden, solange es da drinnen steht. Also so gesehen passt das schon. Ah, okay. Ich habe einen kritischen Hit gelandet. Hörst du auf, den armen Virgil anzugreifen? Also, mir ist lieber den Virgil als mich, aber...
Vor allem, wenn du mich angreifen würdest. Okay. Wirklich viel Schaden mache ich ja nicht mit meiner Waffe. Ich hoffe, der hat viel Erfahrungspunkte gebracht. Wir brauchen unbedingt irgendwie mehr Zaubersprüche, die auf die Ferne gehen, damit ich diese Dinger tot machen kann. So, ein bisschen warten wäre vielleicht gar nicht einmal so schlecht, damit wir unser Dings wieder erhöhen. Unsere Kampfkraft. Weil ich bin da schon relativ modig jetzt, was das betrifft. Hörst du auf? Better luck next time, sir. Was? Wir müssen warten, bis das weg ist. Diese Ratte ist so doof. Die ist gerade in irgendeine Falle gegangen. Kann das sein? Ah, doch nicht. Das muss irgendein positiver Effekt sein. Habe ich jetzt geschlagen? Auf die Ratte war es wahrscheinlich nicht. Gott sei Dank, auch die Ratte ist unfähig im Treffen, genauso wie wir. That's the way to show those bastards, I mean. Good hit, sir. Okay. Nahkampfangriffe sind. I believe I am mortally wounded. Perhaps retreat would be a viable option at this juncture. Und da. Vielleicht sollten wir warten für eine Stunde. Oh, wir können hier nicht warten. Das heißt, wir müssen quasi tatsächlich warten. Das ist ja urdoof. Was haben wir hier? Lavagestein. Machen wir diese Kiste mal auf. Oh, it's a trap. Ja, warte mal. Verdammt, ich bin noch in dem Modus. Das ist nicht gut. So fürchterlich, dieser Modus, weil er urlangsam ist. Aber dafür sterbe ich nicht. Yay, was haben wir da alles? Eine Geode, auch das war, glaube ich, bei irgendwas. Warte mal, könnte es sein, dass uns da gerade jemand angreift? War hier ein Rohr? Hm. Weiß ich nicht, wo das brauchen kann. Schaut fast so aus. Wir sind ein Level gestiegen. Wir sind so großartig. So.
Vielleicht sollten wir mal schauen, dass wir ein bisschen Zaubersprüche kriegen. Und zwar Kampfzaubersprüche. Stone Throw, Fire Lash, Willpower 12, shit. Das ist ein guter Kampfzauberspruch, soweit ich mich entsinnen kann. Das, also Feuerball quasi, Fire Flash, nicht Fire Lash. Hm. This spell creates a ball of superheated plasma, which streaks to the specified tile and explodes. Klingt gut. Klingt nach Molotov-Cocktail für Anfänger, für Zauberer. Dazu müssten wir aber unsere Willpower erhöhen. Hm. Charm Beast. Ja, machen wir halt die Willpower höher. Müssen wir so oder so. Auf 12 Willpower müssen wir so oder so, weil wir wollen auf jeden Fall Level 3 Sprüche können. Lavagestein, auch nicht schlecht. Auch das hat, glaube ich, irgendwo, wo man es drauflegen kann. Aber da haben wir schon zwei jetzt. Okay. Mehr ist eins, wenn wir wahrscheinlich nicht so bald brauchen. Ah, nochmal welche. Und ein Bogenschütze. Naja, das ist ja toll. Auf ihn mit Gebrüll! Getroffen. Ah, Nahkampf wäre auch nicht schlecht. Aber Willpower hat wenigstens meine Dings, meine Hitpoints erhöht. Vielleicht sollten wir das so machen. Sehr gut, die bringen sich hier gegenseitig um. Ah, Virgil hat so wenig Energie, dass er nicht mehr laufen kann. Aber gut, der braucht eh nicht näher rangehen. Der soll uns eh heilen. Na super. Hey Feigling, bleib in der Wand stehen. Also in der... Feuerwand, meine ich. Gut, Feuerwand ist weg. Also Feuerwand können wir wegkippen, so mal so. Bewegt sich ganz, ganz flott. Der müsste eigentlich auch schon ziemlich hinüber sein. Der ist ziemlich lang in der Feuerwand gestanden. Na geh, wir könnten ruhig ein bisschen treffen. Also Gar ist schon ein ganz gutes Asset für diesen, für diese Kämpfe. Hey, hörst du auf, Gar zu treffen? Mit seiner Barbarenrüstung. Finde ich interessant, wieso kann der Gar nicht irgendwas Gescheites anziehen? Wie wäre ich mit dem reingekommen? In dem
Menschen, wenn ich nicht das besiegt hätte. So, die Kiste haben wir uns noch nicht angeschaut. Wir haben nur eine Falle ausgelöst vorhin. Ein Silberring, schau, schau. Und eine Healing Salve. Das ist nicht schlecht. Ach Gott. Wir kämpften jetzt schon wieder. Wo ist denn da was, was uns angreift? Oh. Eine Rock Rat. Wo kommt die her? Aber Gar hat alles unter Kontrolle. Okay. Ich glaube, da steht die von alleine auf. Geld nehmen wir. Du warst ohnmächtig, Virgil. Aber jetzt geht's dir wieder besser. So, ich glaube, ich war noch nicht fertig mit dem Ausplündern von dieser Kiste. Nehmen wir halt mit, was soll's. Schau, kriegst noch was zum Tragen. Okay. Na gut, ich überlege gerade, an dieser Stelle werden wir für heute, glaube ich, aufhören. Da hinten, den habe ich noch nicht ausgeplündert. Ja, gut, da gibt es auch nichts zu plündern. Da ist noch eine Kiste. Dieser Black Mountain Clan hat sehr viele Kisten hinterlassen. Das finde ich gut. Und alle sind gefüllt mit Gold und ähnlichem Zeug. Patronen. Was ist das? Spool of Heavy Wire. Sind lauter Dinge. Also wenn wir Technologen gespielt hätten, hätten wir mit diesen ganzen Dingen vielleicht irgendwas machen können. Ich kann mich erinnern, das eine Mal, wo ich als Technologe kurz gespielt habe. Du schleppst die ganze Zeit irgendwelche Sachen mit, ohne zu wissen, ob du sie jemals brauchen wirst. So. Da ist, glaube ich, dieses eine, dieser Rock Sprite. Oh. Ich bin nicht sicher, ob ich da hingehen will. War das nicht der, den wir gesehen haben vorhin? Wo kommst denn du her? Das ist nichts, was von Bedeutung wäre. Was haben wir da hinten? Ist da irgendwas Sinnvolles? Oder geht es da nur weiter? Ah, das ist das Ende. Gut, dann machen wir zuerst einmal das da. Are you blind? What in God's I mean, better luck next time. Ja, danke, Virgil. Genau das höre ich gerne, dass ich unfähig bin. Hast du was? Yay, du hast Geld. Ich glaube, Geld wiegt nichts. Was ich nett finde, wenn es wirklich Goldstücke wären, wäre das urschwer. Sollten wir aber wieder ein Force-Schild machen. Ja klar, greift nur den armen Gar an. Der hat euch nichts getan. Ihr Fieslinge. Sucht euch jemanden in eurer Größe. Okay, Gar ist größer als ihr, aber... you
Ah, deswegen kämpft er mit dem Ding. Der ich habe mich gerade gewundert, nämlich warum er das da warum er damit kämpft. Aber scheinbar hat der Virgil das Schwert verloren. Der kämpft nämlich mit den Händen, sehe ich gerade. Und der Gar hat es aufgehoben. Ist ja lustig. Ich glaube, das muss man dem Gar gleich wieder wegnehmen. An für sich mag ich ja, dass du gut ausgerüstet bist. Aber was hat es eigentlich wurscht? Ich gebe mal dem Virgil vielleicht die Axt. Wenn er lieber mit dem Schwert kämpft. Er ist der, der den meisten Damage macht. Dann gib das her, dann geben wir das nämlich dem Virgil. So. Virgil, bitteschön. Jetzt bist du auch bewaffnet, gescheit wieder. Halt mit einer Axt. Ah, die hat noch 95 von 100. 140 von 150, 110 von 120. Die Schuhe sind nicht beeinträchtigt. Wie ist das bei dir? 102 von 120 und 50 von 50. Na gut. 100 von 100. Ist auch okay. Und wie ist das bei mir? Oh, 50 von 80. So, auf die Fans 84 von 100. Na, sehr was. Ganz schön in Mitleidenschaft schon gezogen. Okay. Ja, Herrschaften an dieser Stelle. Da werden wir aber dann das da weggeben. Wenn wir zu diesem Wort gehen, weil den werden wir wieder mit einer Feuerwand bekämpfen. Machen wir das noch heute? Nein, das machen wir heute nicht mehr. Oder? Oh ja. Feuerwort. Nein, wir machen es heute nicht mehr. Herrschaften, ich wünsche einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Viele liebe Grüße, euer Odo.